Guten Tag, liebe User. Metropolregion Rhein-Neckar-News begrüßt Sie aus der Kreissparkasse Rheinpfalz in Ludwigshafen am Berliner Platz. Die Jatonbläserschluss Fuß Gönnheim e.V. boten den feierlichen Rahmen zur Spendenübergabe der Kulturstiftung der Kreissparkasse Rheinpfalz. Clemens G. Schnell begrüßte zahlreiche Gäste aus der regionalen Kulturszene. Die Kreissparkasse Rhein-Pfalz fördert mit rund 27.000 Euro regionale Kulturprojekte. Hinzu kommen nochmals zwei weitere Ausfallbürgschaften in Höhe von je 15.000 Euro. 17 Mal wurde entschieden, dass mit das Bürger des Kreises und aus der Region hier Spenden bekommen. Und ich darf da auch noch, und ich möchte jetzt auch nicht einzeln aufzählen, viele Vertreter der kommunalen Führungsspitze aus den Gemeinden unserer Region und auch den Ortsvorsteher hier aus dem Stadtgebiet sehr herzlich begrüßen. Die 27.000 Euro verteilen sich also auf 17 Projekte, die sich mit regionaler Kultur befassen. Darunter beispielsweise die Laienspielgemeinschaft Beindersheim, eine Airbrush-Messe in Bobenheim-Roxheim, die Boots- und Wasserprozession auf dem Bobenheim-Roxheimer Altrhein und viele mehr. Genaue Informationen zu allen Projekten finden Sie auf www.mrn-news.de. Und natürlich auf www.kreissparkasse-rhein-pfalz.de. Die Fördergelder übergaben Clemens G. Schnell, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Rhein-Pfalz, und seine Vorstandskollegin Elke Rottmüller gemeinsam mit dem Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises Clemens Körner. Am Ende gab es noch ein Gruppenfoto aller Beteiligten sowie ein Interview mit Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Rhein-Pfalz, Elke Rottmüller. Für was für Projekte? Was war maßgeblich dabei? Ganz unterschiedlich. Also die Bandbreite ist riesengroß, von Foto über Musik, über Theaterspielen, über sozialkritische Themen, über Kinder an Kunst heranführen. Also eine tolle Bandbreite in unserem Kreis. Nach was für Kriterien suchen Sie die Preisträger aus? Es sollte ein Engagement aus unserem Kreis sein, denn wir sind die Kreissparkasse unseres Kreises. Es sollten Bürger aus unserem Kreis möglicherweise, wir haben heute den ein oder anderen Partnerschaftsverein dabei oder den Rheinischen Frühling, also auch völkerverständigende entsprechende Projekte, die wir dabei unterstützen. War ein Highlight für Sie persönlich dabei? Also ich finde es immer faszinierend, wenn man Kinder in unterschiedlichsten Projekten, ob Zeichnen, ob Theater, ob Musik gewinnen kann. Und das sind für mich immer solche Highlights, die das Engagement auch unserer ehrenamtlichen Bürger dann Rechnung tragen, weil Kinder für was begeistern, ist was Tolles. Und das ist für mich immer ein Highlight. Abschließend die Frage: Wie kann man sich bewerben, wenn man im Rhein-Pfalz-Kreis engagiert ist, kulturell, dass man vielleicht nächstes Jahr mit bei der Auslobung dabei ist? Das ist eigentlich ganz einfach. Sie gehen auf unsere Internetseite, dort gibt es einen Link zu unseren Stiftungen, sowohl der Kulturstiftung als auch der Sportstiftung. Sie können sich als Verein, als Gruppe selbst bewerben, aber auch Bürger, die begeistert sind von irgendeiner Veranstaltung, können das nutzen, um entsprechend einen Antrag zu stellen, damit Spendengelder fließen können. Dankeschön, Frau Rottmüller, und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.